professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy-to-use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. So, etwas verspätet, aber trotzdem noch live zum Match. Wir haben leider nur die Knife Run verpasst, aber bekanntlich wisst ihr ja eh, ist eh nicht meins. Hallo Cookie. Hallo. Du bist da, ja? Nein. Gut, wir gehen sofort in die Piste. Das sieht nach einem kompletten B-Rush aus. Beziehungsweise ein B angegangen von den Spürhunden. Ja, nur kurz angefahren im Prinzip. Und warten jetzt vor B zusammen ab. Ja, die Flash war relativ useless. Die war schon besser. Sehr schön. Jetzt muss er die Beine in die Hand nehmen. Ja, aber richtig. Gute Hits. Also die Spürhunde bisher mit einem echt guten Turnier haben sich auch gegen Ice und Jugend geschlagen. Frame mit dem Frag, wichtig da. Und Kontrolle haben sie eigentlich immer noch über B. Also das ist schon noch in Ordnung. Alles noch holbar. Schöner Frag da von Taco gegen Prey. Gerd ist auch noch dort. On Spot und ich weiß gar nicht, wer es ist. Redfield schon von hinten und er kriegt den Headshot von, ich weiß gar nicht, wer es ist. Ein Faker. Sehr, sehr krass. Also Headshots fliegen hier. 3 AP, 4 AP, 12 AP. Trotzdem noch ein Frag von Nering. Nering ist jetzt der wichtigste Mann in dieser Runde. Der einzige, der noch ein bisschen was reißen kann, der Full-Up hört. Nering, sehr schön. Macht auch Frag, Redfield auch, sehr schön. So, aber das kann er noch easy holen. Aber das heißt easy, macht es aber nicht. Und damit geht die erste Runde an Team KR. Sehr, sehr schön noch ausgespielt. Haben sie ruhig, die haben ihnen einfach die B-Kontrolle überlassen und haben gewartet. Das war eigentlich sehr, sehr gut gemacht von ihnen. Sehr, sehr gut gefallen. Schauen, was die Jungs jetzt spielen. Das sieht schnell nach Mitte aus. Und da ist Gerdes zusammen mit Redfield. Gerdes ist sehr stark. Jetzt ist es nur noch Taco auf Short. Gegen 5. Geht down gegen Nering. Zweite Runde. Ganz normal Standard. Ich habe übrigens mal etwas essen können. Das ist auch schön, muss ich mal sagen. Benutzt du? Ja, für mich schon. Gucken, was die hier jetzt spielen. Das gleiche dachte ich mir übrigens auch, was du mir gerade noch geschrieben hast. Oh, stark, ja, das ist stark gemoved. Ich weiß, ach, das ist, ja, macht schon Sinn. Ich weiß jetzt auch, wie er es gemacht hat. Ist aber Tür gegangen, oder? Ja. Hört man die Tür eigentlich jetzt echt nur noch so schlecht? Also ich habe so Off-Season noch nicht gespielt, um ehrlich zu sein. Also ich habe es in Source gespielt, klar. Aber ich weiß nicht, wie es in CSGO ist. Hört man die Tür wirklich nur so schlecht, oder? Du musst dich ein bisschen drauf im Hintergrund konzentrieren, damit du sie noch gut hörst. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob Taco damit rechnet, dass Nering da unter ihm ist. Nering kann das halt easy ausspielen. Impi da aber schon auf A durch. Also es wird jetzt sehr, sehr wichtig, dass du Elton Nering gegen Taco. Ja, das macht sehr schön von Nering. Gut gewartet, gut geaimt. Und noch Impi. Ja, und Impi wird da zwar. Boah, schön. Better Headshot. Auf jeden Fall. Jetzt noch gegen Nering und Prey. Und wenn sie das halbwegs dann. Ich weiß halt nicht, warum Prey ihm da nicht auf lang hilft, wenn da die Bombe down ist. Ja, die HE war useless. Er muss doch eh zum Spot gehen. Also. Und er hätte dann eh fast direkt planten müssen. Ja, er hätte da ja keine Zeit mehr gehabt. Stimmt schon. Alles gut. Damit die erste Runde so, immer noch nicht an Spielrunde. Die erste bei Round. Ich bin wirklich echt platt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Das ist ja, glaube ich, für dich auch das erste Mal so lange, ne? Also zumindest Carsten. Ja. Ja. Ist schön. Sowieso, ne? Das ist sowieso das erste Mal heute, also. Hey. So, ja. Jetzt positiv, ihr habt Koki in Jungfahrt.
kenne einen im Chat, den ich freuen würde. Ich auch. Ja, das ist Overkill mit den Frags. Jetzt ist es nur noch Faker gegen 5. Faker kann jetzt auch nichts machen. Also kann Frag mehr ziehen, gar nichts mehr. Und damit 4-0. Standardaufbau, aber nicht ganz so Standard. A und B haben sie gar keinen abgestellt. Zwei mit Mitte, das soll ein A-Split werden. Kurzes Offensiv davon. Team KR stehen da sehr, sehr weit vorne. Weil ich stehe noch gut dafür, was die vorhaben. Absolut. Redfield darf jetzt nur nicht weggehen, sondern muss da bleiben. Das gefällt mir auch, wie sie B decken gerade. Ja, schon. Prey hat halt früh Kontakt. Richtig. Also so sollte man ja auch eigentlich B decken, so offensiv. Das Problem ist halt erst dann, wenn die Smoke weggeht, dann wird es schwer. Sofern er da keine nachschmeißen kann, das weiß ich nicht. So, jetzt soll es lang raus. Da steht Redfield. Redfield wichtige Position, dass sie jetzt verschießt. Penta ein bisschen. Ach, schöner Shot da noch von Redfield. Dann trifft er irgendwie. Sehr schön. Ja, jetzt geht es. Danke, jetzt City Base. Redfield noch am Leben. Was denn? Frey passt da gut auf, rettet Redfield da und sehr wieder die Runde. Schön auf Frag und Refrag gespielt, das sah gut aus. Ja. Das sah um einiges besser aus als das, was wir eben auf Mirage gesehen haben. Ist das aber Gerd? Ja. Bitte? Ich höre. Gerd, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Gerd es gerade wieder richtig Bock hat. Ja, merkt man, ne? Die letzten paar Runden auf Mirage haben ihn richtig gepusht und wenn der Junge dann einmal on fire ist, dann ist Alicia Keys sehr nah. So, was wolltest du jetzt sagen? Weiß ich nicht mehr. Achso, Map-Pick. War das der Map-Pick von KR oder von... Nee, das, Season ist die Map von, Spürhunde. Okay. Und Nuke, was ich halt wieder ungewöhnlich finde, ist von KR. Ja. Wenn du das sagst, du kennst die Jungs besser. Sehr schön gemoved von Gerdes, der einfach mal offensiv pusht. Jetzt trauen sie sich auch wenigstens wieder was. Ja, ne, jetzt gehen sie wenigstens auf Aim. Beziehungsweise spielen es auch. Das Schöne ist, dass man halt sieht, dass sie jetzt direkt eine ganz andere Motivation haben. Schmeckt. Ja, man merkt auch, wie sie allgemein spielen. Ja, schau mal, Overkill macht den Frag und geht sofort wieder weg. Das macht er richtig gut. Das war eben eigentlich ein Killer. Das ist gut, das der wartet, bis Redfield hat dann auch da ist mit dem AWP-Support, der beide dann einfach macht. Schöner AWP da. Jetzt ist noch Faker, aber der hat eigentlich eine gute Position. Ich weiß nicht, ob sie da unbedingt mit rechnen. Da können sich jetzt gut positionieren. Redfield rechnet damit. Oh, stark. Sehr schöne Runde von Redfield. Drei Frags da von ihm. Macht bisher ein gutes Spiel. Genauso wie Gerdes, der richtig on fire ist. Chelsea sich auch bei dir am Einschleim, clever. Wie bitte? Sagt es Chelsea sich auch ein bisschen bei dir am Einschleim in der Zeit? Schlimm, oder? Ja. Sag doch ja. Warum soll ich jetzt ja sagen? Ja, mir nicht im Rücken zu. Okay, ja. Okay, dann. Ja, das mit dem nächsten. Und er holt der den nächsten. Oh, das wäre ein Nuts gewesen. Und schön und. Da. Ja. Jetzt spielen sie es echt gut. Ja, Mitte rennt sie wahrscheinlich. Aber jetzt halt verengt. 7-0, das sieht doch sehr souverän aus. Ja, das mit 13-1. Und Spotlight macht James Bond. Sehr, sehr schön. Also nicht schön, aber. Also für ihn ist es sicherlich nicht schön. Wird wahrscheinlich gerade alles kaputt schlagen. Sie probieren es wieder über die Mitte. Schnell über Mitte und er kriegt. Der ist aber nicht blind. Das Gap ist, glaube ich, noch um einiges blinder. Taco
Kommt alles auf Nering an, ob er das irgendwie noch ein bisschen retten kann da. Also wenn Nering da auf vielleicht zwei Fracks ziehen kann, dann könnte das noch was werden. Der macht drei, glaub mal. Die smoken aber gut, da hat's recht. Okay, macht er nicht. Jetzt müsste eigentlich Prey und Overkill schon fast wieder. Geld ist natürlich da, also müssen wir schon mal Waffen ziehen, aber. Sieht gerade halt nicht so aus. Schöner AE noch gegen Impi. Und das ist ein Headshot. 1 auf jeden Fall. Kann passieren, was will. Oh, schöner Headshot. Gib Ruhe, heißt das hier, Schatzi. Gib Ruhe. Ja, jetzt ist Chelsea Raute mad. Das ist natürlich doof, ne? Ich bin immer noch, ich bin ja immer noch sauer auf sie. Trotz Entschuldigung. Der Handel hat übrigens auch nicht geklappt, ne? Als sie mich versucht hat, mit Sachen zu bestechen. Dann wäre ich jetzt richtig mad. Ja, ne? Zu Recht, oder? Ja, ja, na, doch. Gut. Wieder schnell Short durch. Da ist keine Kontrolle von KR gerade. Redfield, oh, Redfield. Verschießt mit der AWP. Allerdings macht. Macht den Lebensschatz zu spüren, macht gar nicht so schlecht. Oh, Redfield überlebt irgendwie. Ja, das war klar, dass ich dann aussetze. Schön von Nering her. Oh. Eigentlich einer zu wenig, da muss er eigentlich noch einen machen. Hockt sich hin und drückt durch. Jetzt ist nur Prey und Overkill. Und netter Headshot zum Spotlight. Jetzt ist es nur noch Prey. Wirklich schwer. Impi mit dem nächsten. Für Gesichter fliegen. Also heute ist nur Headshot-Festival. Heute ist richtig ins Gesicht. Heute ist hier Revier markieren, mitten ins Gesicht. Kreuze setzen, Zorro ins Gesicht. Ja, hätten sie mal ein Ironiehelm auf, da geht ja bekanntlich nichts durch. Ich empfehle ja immer einen TCP-Mantel. Das ist schön von Overkill. Da sind sie jetzt aber auf dem B drauf. Ja, das ist aber auch dann nicht gut gemacht. Na, so noch. Ich meine, es ist immer ein 4-4 bzw. 4-3. Da B komplett offen zu lassen, weiß ich nicht. Oh, irgendwie mit dem nächsten Headshot gegen Redfield und 3 gegen 3. Das Problem ist, dass Nering da alleine steht auf B und nicht schnell genug reagiert wurde. Ja, richtig. Absolut. Stimme ich Ihnen ausnahmsweise mal zu. Ja, ich weiß auch gerade nicht genau, wie er da steht auf B, ob er da offensiv stand oder einfach defensiv. Anscheinend schlecht. Anscheinend hat der Kill in der Konsole eingegeben. Ja, ja, ist dreimal runtergesprungen. Von Nering hat keinen Bock mehr auf Bea gedacht. Oh! Was ein Shot da von Impi in der Mitte. Junge, der braucht 3 Aspirin-Tabletten, damit er nächste Woche aufhört. Ist richtig durchgescheppert. Wieder Nering allein auf dem Spot. Chat wird geschrieben, Chelsea ist so eine Spielerin, die an den Eiern von Streamern hängt, um bekannt zu werden. Du hast richtig. Okay. So ein Unfug, ernsthaft. Also Leute, die irgendwie, ne? Ja. Naja. Kommentare, die ich mir sparen kann. Einfach. Weiß schon, was du sagen möchtest. Ist das so? Ich denke mal. Okay. Ja, wissen wir Bescheid. Wieder. Also, an alle Streamer, wendet euch an Chelsea. Wenn ihr Druck habt, einfach zu Chelsea. Nein, absolut nicht.
Ich habe Chelsea damals sogar angesprochen, weil ich einen Cup gestreamt habe, wo ihr altes Team mitgespielt hat. Also Chelsea hat da relativ wenig mit zu tun. Du hast sie gezwungen. Nee, weil da gab es halt damals Probleme mit Edmund und sowas und vier Leute haben mir irgendeine andere Geschichte erzählt. Und die war die einzige, die nichts gesagt hat. Ich, okay, frage ich mal nach. Die, die nichts sagt, wird schon irgendeine richtige Meinung abgeben, die auch Sinn macht. Ja, und das war's dann auch. Die an den Eier hängt von Streamern. Kann man das irgendwie beiden? Lieber Mief, wenn du das hörst, wir brauchen ein Chelsea 2 Bind. Ich häng an den Eiern von Streamern. Als Zitat. Danke, Mief. Super lustig. So, wir gehen jetzt mal wieder aufs Spiel. Fokus. Was drücken die denn heute für Bretter? Keine Ahnung. Ich raff das auch nicht. Also das ist ein absolutes Headshot-Festival hier. Jetzt Nering wieder. Sieht gut rum. Zwei, wichtig. Sieht sehr gut rum. Ja. Vor allem da Faker jetzt alleine auf dem Spot ist. Gerdes sucht ihn. Und hat ihn gefunden. Hat sozusagen seinen Spürhund rausgeschickt. Irgendwie. Komm, so schlecht war der nicht. Und wieder B aufbauen. Jetzt bin ich auch noch arschig. Also irgendwie kriegt die Fenster nicht aufgeflasht, er hat schon geunscht. Wow, Overkill, wird seinem Namen gerecht. Mach den. Oh. Impi ist sein Endgegner in dem Moment. Neunte Runde, also 9 Runden ist schon echt gut. Für mich auch aber eher eine Map für T. Also ich mein's. Ah, ich finde nee. Obwohl, also ich sag mal so, in Source-Zeit war es eigentlich wirklich immer sehr, sehr ausgeglichen. Also es ist so eine 9-6-8-7 Map. Das hat sich eigentlich nicht so viel getan. Ich hab's einfach lieber als T gespielt, vielleicht auch das. Aber ungelogen, ich habe die Map jetzt, weiß ich nicht, wie oft gespielt, ich glaube 30 Mal insgesamt oder so. Aber ich finde die einfach schick. Ich finde so einfach CT-lastig. So, und damit der nächste Band für heute. Tschüss. Hackerhure gehört auch nicht unbedingt zu meinem Wortschatz. Ich? Ja, nicht so. Okay. Ich weiß nicht, einige Leute wollen das nicht verstehen. Ich glaube, wir müssen das mal unten reinschreiben. Ich auch nur so. Einige Leute gehören, werde ich richtig mad. Die TSG probieren es gerade über lang. Das da, glaube ich. Ja. Boah, Headshot. Overkill. Drückt er 30 Schuss rein, 29, 28 und 27 gegen den Kopf. Hering fällt leider. War Redfield mit einem sehr wichtigen Frack und die Bombe ist down in der Tür. Aber warum die Bombe da alleine geht, verstehe ich gerade auch nicht. Das verstehe ich so oft nicht. So, was passiert da jetzt? Er geht down. Ja, Bombe down. Ciao. Also das verstehe ich auch nicht so richtig. Sieht nicht so richtig koordiniert aus bei Spielrunden. Dafür, dass du sagst, das ist ihre Map. Also spielt das KR im Moment echt stark. Ich glaube, KR ist halt, wie gesagt, auch einfach motiviert. Ja, natürlich, wenn du so einen Sieg reinholst wie eben. Nering mal eben schnell einen neuen Tisch gebastelt und jetzt wieder gleich kaputt machen wird. Läuft schon. Ja, das geht wieder einfach in die Tür rein. Bei Spotlight riecht es. Nicht gut. Fällt da extrem rein. 2 gegen 4, schön vom Feld.
Zwei Hits, nicht mehr wirklich viel. Prey und Overkill jetzt noch. 2 gegen 3. Das müssen sie natürlich versuchen. Letzte Runde in der ersten Halbzeit. Auch eine ziemlich schnelle Runde bisher, ne? Also ja. Die Jungs an den Spürhunden geben gut Gas. Da wird nicht gut ausgeharrt, da wird direkt drauf gefahren. Sehr, sehr schön. 10 zu 5, erste Halbzeit für KR. Da ist auf jeden Fall gut was drin. Ja, du hast, glaube ich, ein gutes Gefühl bei Kai, ja? Und so langsam bestätigt sich das Ganze. Ja. Nicht wahr? Ja. Ich hoffe, dass wir da jetzt schnell in die zweite Halbzeit gehen können. Das ist jetzt nicht so lange dauert diesmal. Ehring rafft wieder gar nichts. Ist das so? Ja. Warum? Weil er fragt, ob der Server down ist. Achso. Ja, habe ich nicht gesehen. Bei mir war der Chat nicht offen. So, und damit jetzt in die Piste auch von Team KR. Also sehr schöne erste Halbzeit da von Team KR. 10 zu 5. Aber wenn ich ehrlich bin, war das nicht besonders stark da von Spürhunden. Also sie haben viel, viel aufs Gas gedrückt. Aber da kam wenig, wenig bei rum. Nelly geht jetzt Mitte raus. Hat da Contact, 6. Hits. Und dann soll es wohl dann Richtung B gehen. Ja, ich, also eine ähnliche Runde, wie Spürhunde das eben auch gespielt. Oh. Ehring fängt. Aber richtig. Aber, oh, was? Oh, was? Was für krasse Shots da von Redfield. Richtig krass. Hier oben auch schon. Oh, was? What the fuck geht hier jetzt da mit Redfield? Das ist ja. Wir bleiben direkt mal auf ihm im Fokus. Schöne Hits noch unten. Redfield muss da rum. Macht das Ace. Er weiß nicht, wo beide Spieler sind. Nur einer spätestens ist bekannt. Jetzt müsste das eigentlich wissen. So, Redfield kann hier wirklich das Ace machen unter Umständen. Macht aber. Oh! Unfassbar. Unfassbare Runde von Redfield. Unfassbar. Was bei dem reingeht. Unfassbar. Der sitzt auf dem Server. Anders kann ich mir das nicht erklären. Richtig krasse Runde von Redfield. Sondern das ist bloß mich irgendwie verdatteln. Glaube ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ja gerade ein gutes Gefühl für Team KR. Also du merkst richtig, dass sie da einen Push bekommen haben. Das ist ein ganz anderes Spiel, als sie da eben aufgezogen haben. Die gehen halt wirklich auf Gesichter. Nering macht nur einen, kaum sein. Und wo? Dieses blöde Geländer, ne? Mhm. Impi jetzt noch mit dem Move durch die Smoke. Könnte er eventuell sogar noch einen holen. Nee, macht er nicht. Gerd ist schön, der gefällt mir wieder auch immer besser. Also ich glaube, ja? Es gefühlt 99% Headshot-Quote. Heute. Das würde ich gerne mal sehen. Ich würde gerne mal so eine Statistik sehen davon. Das Problem ist, der E-Bot ist ja nicht an. Schade. Ich hätte gerne mal so eine Headshot-Statistik gesehen. Wer das war? Ja, tue ich auch. Ist halt schon, ne? Crossbuy von den CTs mal wieder. Das ist jetzt gut, was KR macht. Spürhunde hat erst auf dem B-Spot spekuliert. Und sind dann einfach komplett von da verschoben. Ja, das ist richtig. Dann kommt der Todesweed und dann einfach auf B jetzt drauf. GG. Aber Taco schiebt sofort rüber. Der könnte vom Timing her. Aber vom Timing her ist Taco sogar sehr gut da. Jetzt einfach nicht zu lang Felsen Bombe legen, defensiv gehen. Taco hat gebankt. Was ist denn da los? Schaffen wir da den Ausgleich? Wieder 3 gegen 3 Situation?
Upgrade. Wahnsinn. Wahnsinn. 5 gegen 3 Situation und sie zerschießen einfach nur. Wenn sie so gesichert drücken, frage ich mich, was sie da zu suchen haben. Ernsthaft. Das ist ja wieder. Der Gerdesfeind ist gut. Ja, geht so. Aber du bist ja auch nicht lustig, du hast ja keinen Humor. Nee. Mitte Push von den CTs, zumindest von einem CT. Oh, der zweite kommt so ein bisschen verzögert, ne? Jetzt muss Tim raus. Wichtig, sehr wichtig vom Gerdes. Er muss eigentlich bitte noch. Vielleicht noch einen sehen. Macht er gut. Wow. Okay. Oh! Das Ding von Taco gerade. Leck mich am Mocker, ey. Wahnsinn, was die hier für Shots erteilen. So, jetzt geht's A drauf. Guter Move da von Impi in lang rein. Schöner Shot von. Gut von Nering, dass er da noch checkt. Ja, sollte aber auch eigentlich mittlerweile Standard sein. Sehr schön. Sprengkommando Re für 10. Runde. Also, das müsste ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn Tim KR das hier noch abgibt. Aber ich sag noch heute nichts mehr. Wir haben heute schon solche Spiele gesehen, ne? Das ist irre. Ein langer Tag, aber auch hat sich auch richtig gelohnt, da waren richtig starke Spiele bei. Ich muss schon sagen, diese Rele hier ist deutlich besser wie die letzten. Ja, das ist irgendwie eine größere Leistungsdichte, habe ich das Gefühl. Ja. Überleg mal, wenn Ice on You hier sang- und klanglos gegen Spürhunde verliert. Und gegen Team KR kämpft sich ab gegen Bears, wie auch immer, die auch stark aufspielen, die Dot-Pixels raushauen. Also richtig starke Leistungsdichte. Merkt ihr meinen Wunsch, Schatz? Dichte. Aber Team KR ist das letzte EPS-Team, was noch drin ist, oder? Ja, Ice on You ist ja eigentlich auch noch drin. Ne? Oh, Gerdes. Ice on You ist ja halt nur im Lower Bracket, ne? Die spielen ja jetzt gerade. Ja, da war ja was. Kann ich vorstellen, dass sie noch richtig Lust haben, hier zu spielen. Die Eyes on You, das sah eben schon so lustvoll aus. Spotlight mit dem Frag. 3 gegen 1, da kann er eigentlich eh nichts mehr machen. Wird er jetzt eigentlich nur die Runde teuer machen. Ich weiß doch, dass das so clever ist. Bei dem Geld. Jetzt haben die halt kein Geld mehr für ihre Last Round. Absolut gar nicht. Und das sieht alles nach einer sehr, sehr eindeutigen Halbzeit aus. Und das ist natürlich vielleicht auch vom Kopf her nochmal so eine Sache. Du spielst deine Home Map. Also du gehst davon aus, dass das die Home Map ist, wenn sie voten. Und dann kriegst du dort 16-5 aus Gesicht. Ich weiß nicht, wie das sich auf die zweite Map nachher ausübt. Das vielleicht irgendwie auch eine psychologische Sache ist. Ich denke mal, es hat schon großen Einfluss darauf. Außer die trumpfen jetzt auf Nuke gleich richtig krass auf. Und wieder Headshot. Meinst du, die fliegen über die Map? Ja. Boah. Jetzt ist eine Headshot-Quote. Ähnlich wie bei Cookie im Bordell. Was dagegen, dass ich ein Bordell betreibe? Alleine? Ja, alleine. Na, voll Arbeit, ey. Nering Headshot. Steckst du nicht drin, ey. Ehrlich? So wanna be. Wenn du jetzt noch den Satz von Chelsea im Chat liegst, dann ist alles gut. Welchen Satz denn? Den letzten.
mit den Nuts. Mann, ey. Ah. Egal. Nicht, das passt irgendwie nicht dazu. Nee, ist okay. So, 2-2-1 Aufbau bei KR. Einer von der B-Abstimmung, also eigentlich sehr, sehr Standard. Ja, das Feld, wo sind der gefallen? In der Mitte an, kurz gegen Faker, vor der Tür irgendwo. Was zur Hölle? Sehr stark. Schön gemacht. Also es ist wirklich ein Headshot-Festival. Es ist der Wahnsinn. Ich find's wirklich schade, dass der E-Bot gerade down ist. Ja, mich würde es echt auch interessieren, wie die Headshot-Rate da ist. Ernsthaft. Beides verballern ihre Smokes auf B. Faker ist nämlich gute Hits. Oh, der hat Probleme. Der hat richtig Highlight in Tüten, aber Vinci ist nicht da. Was denn? Oh, jetzt habe ich irgendwo bei mir einen Stream auf. Also meinen Stream. Oder hast du den auf? Ja, das Feld, wo ist denn der gefallen? Du hast den Stream selbst. Ich hab deinen Stream auch auf, klar, aber der ist gemutet. Wo habe ich denn meinen Stream auf, wo ich mich selbst höre gerade? Übrigens, hört sich nicht gut an. Da nicht. Da auch nicht. Da. Sorry dafür. Ihr müsst mich schon einmal meine wundervolle Stimme hören. Zweimal muss es ja nun wirklich nicht sein. Einmal reicht er voll und ganz. So, ich bin noch. Ja, er geht jetzt lang. Overkill macht irgendwie einen Frag. Schön. Das ist auch richtig gut, was der Junge gerade spielt. Und der Chelsea-Befehl ist jetzt auch im Bot. Chelsea 2, ich bin die, die bei den Streamern an den Eiern hängt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und damit das GG erste Map für die Jungs von KR. Sorry dafür, ich hatte gerade irgendwie den Stream offen. Ich weiß auch nicht wo. Zweite Map wird DE Nuke sein. Da haben wir die Jungs von KR eben auch schon gesehen. Hat uns beiden, glaube ich, nicht so gefallen, ne? Stimmst du mit zu? Und du sagst ja selbst auch von Prag her, dass sie da nicht so stark sind. Deswegen verstehe ich die Wahl halt nicht. Aber vielleicht haben sie schon mal gegen die Jungs von Spürhunde gespielt und wissen, dass die da vielleicht noch schlechter sind. Keine Ahnung. Wir werden es gleich sehen. 1-0 nach Maps für Team KR. Sieht sehr, sehr gut aus, dass sie da in der EPS verbleiben. Solange bekommt ihr natürlich nochmal was Musik. Könnt gerne noch fleißig in den Chat schreiben oder unter die Comments im Stream auf 99 Damage oder im Forum in 99 Damage. Ihr könnt euch das voll und ganz aussuchen. Wir sind gleich wieder da und dann mit der zweiten Map DE Nuke zwischen Team KR und